Es ist nichts zu erwähnen. Keiner nickt und keinen sieht man gähnen. Keiner sitzt und keinen sieht man stehen. Keinen sieht man in die Ferne gehen. Keiner friert, kein Frost, kein Eis, kein Schneien. Keiner singt und keinen hört man schreien. Keiner winkt, warum soll einer winken? Keinen sieht man tot zu Boden sinken. Alles schweigt an diesem stillen Tage, taucht der Fremde auf mit einer Frage. Hört man nicht ein Schwirren? Waldmann sagt. Da müssen Sie sich irren. Aber, fragt er, hört man nicht ein Schleichen? Waldmann sagt. Ich höre nichts dergleichen. Hört man es nicht an die Scheiben schlagen? Waldmann sagt. Das würde ich nicht sagen. Hört man, fragt der Fremde, nicht ein Läuten? Waldmann sagt. Das hat nichts zu bedeuten. Hört man nicht ein Knacken jetzt von Schritten? Waldmann sagt. Mein Herr, ich muss doch bitten. Hört man nicht ein Wehen von Gewändern? Waldmann sagt. Das kann ich auch nicht ändern. Hört man nicht ein Knistern wie von Stoffen? Das, sagt Waldmann, wollen wir nicht hoffen. Hört man auf dem Boden nicht ein Reiben? Waldmann sagt. Mein Herr, Sie übertreiben. Hört man nicht ein Knicken wie von Beinen? Waldmann sagt. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Hört man nicht ein Knacken von Gelenken? Waldmann sagt. Das kann ich mir nicht denken. Und ein Krallen? Hört man nicht ein Krallen? Waldmann sagt. Mir ist nichts aufgefallen. Und das Platzen jetzt? Was glauben Sie? Was der Platz ist Ihre Fantasie? Hört man nicht ein Spielen auf Klavieren? Waldmann sagt. Ich werde es notieren. Ist das nicht das Röcheln von Tenören? Waldmann sagt. Ich weiß nicht, was Sie hören. Hört man nicht das Keuchen der Komtessen? Waldmann sagt. Das sollten Sie vergessen. Hört man es nicht pfeifen wie ein Loch? Waldmann sagt. Mein Herr, das fehlte noch. Hört man, fragt der Fremde, nicht ein Stechen? Waldmann. Davon sollten Sie nicht sprechen. Und ein Bluten? Hört man nicht ein Bluten? Schweigen Sie! Ich sage es im Guten! Hört man nicht ein Stöhnen in den Wänden? Waldmann sagt. Wir wollen das beenden. Und der Fremde sagt. Man hört noch mehr. Da, sagt Waldmann. Täuschen Sie sich sehr.